Eine Theorie der Quantengravitation gibt es bis heute nicht. Und eine solche zu erreichen, gilt eigentlich als das größte Ziel der theoretischen Physik. This group gives me the opportunity to work with specialists which work in state-of-the-art science. Im Jahre 1915 veröffentlichte Albert Einstein die allgemeine Relativitätstheorie. Und noch heute beschäftigt diese Theorie der Gravitation die moderne Wissenschaft. Schwarze Löcher, Stringtheorie und Kosmologie. Jeder hat schon einmal davon gehört, aber können Sie sich darunter etwas vorstellen? Und wissen Sie, was das alles mit der allgemeinen Relativitätstheorie zu tun hat? Im Graduiertenkolleg Models of Gravity erforschen an 6 Standorten Professoren und Doktoranden gemeinsam die Natur der Gravitation und geben uns zum 100-jährigen Jubiläum der allgemeinen Relativitätstheorie Einblicke in ihre Forschung und in die Entstehungsgeschichte dieser revolutionären Theorie. Das Graduiertenkolleg Models of Gravity hat sein Zentrum in der Metropolregion Bremen-Oldenburg. Neben der Universität Bremen, der Jakobs-Universität und der Universität Oldenburg sind auch die Universitäten Bielefeld, Hannover und Kopenhagen beteiligt. Zusammen bilden wir junge Leute auf dem Gebiet der Gravitationsphysik aus. Unsere Doktorandinnen und Doktoranden kommen sowohl von unseren Universitäten als auch von Universitäten aus der ganzen Welt zu uns, um über spannende Fragen aus den Gebieten der Gravitationsphysik, der Astrophysik, der Kosmologie und der mathematischen Physik zu promovieren. Neben Ihrer Forschung haben Sie Vorlesungen, nehmen an Workshops und Tagungen teil und lassen Ihre Begeisterung über diese Forschungsgebiete auch in öffentlichen Vorträgen oder vor Schulkindern sehen. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir in unserem Graduiertenkolleg so viele junge Frauen haben, die bei uns forschen. Die Physik ist ja ein sogenanntes MINT-Fach, in dem junge Frauen in unserer heutigen Gesellschaft immer noch nicht die gleiche Ermutigung zum Studium erfahren. In unserem Graduiertenkolleg wollen wir junge Frauen besonders fördern und ihnen größtmöglichste Unterstützung bieten. Die Erforschung der Gravitation begann bereits vor 2500 Jahren. Der griechische Philosoph Aristoteles beschäftigte sich bereits damals mit der Erdanziehungskraft, der offensichtlichsten Form der Gravitation. Seine Überlegungen sind die ältesten bis heute erhaltenen. Später kartografierten arabische Astronomen und Mathematiker den Himmel und sammelten grundlegendes Wissen über die Sterne, bis im 16. Jahrhundert in Europa die moderne Wissenschaft entstand und Nikolaus Kopernikus die mathematische Theorie des heliozentrischen Weltbildes entwickelte. Galileis und Bessels berühmte Beobachtungen der Planeten und Fixsterne stützten das neue Weltbild, sodass Johannes Kepler schließlich das kopernikanische Modell durch seine 3 Gesetze entscheidend verfeinern konnte. Dabei verwendete er im Widerspruch zu Aristoteles die auf der Erde beobachteten Naturgesetze auch für die Himmelskörper. Im Jahre 1686 gelang Isaac Newton eine mathematische Formulierung der Wirkung der Gravitation. Damit war endlich die Ursache der Planetenbewegung gefunden. Seine Formulierungen sollten für die folgenden 200 Jahre gültig bleiben. Jutta Kunz bildet zusammen mit Klaus Lemmerzahl das Leitungsteam des Graduiertenkollegs und arbeitet mit ihrer Forschungsgruppe in Oldenburg an Neutronensternen und schwarzen Löchern. Wenn wir uns in klaren Nächten den Himmel anschauen, sehen wir viele Sterne und das weiße Band der Milchstraße. Die hellen, massereichen Sterne haben schnell ihren Kernbrennstoff verbraucht und enden nach einer Supernova-Explosion als Neutronensterne oder schwarze Löcher. Beide lassen sich nur mit Hilfe der Einsteinschen allgemeinen Relativitätstheorie oder einer ihrer Verallgemeinerungen verstehen. Neutronensterne wurden vor knapp 50 Jahren von Jocelyn Bell Burnell entdeckt, einer jungen englischen Doktorandin. Mit ihrem Radioteleskop beobachtete sie regelmäßige Pulse, die aus dem Weltall kamen und deren Quelle ein hochkompaktes astrophysikalisches Objekt sein musste. Heute wissen wir, dass Neutronensterne die 1- bis 2-fache Masse der Sonne haben, während ihr Durchmesser von 20 bis 30 Kilometer nur dem einer Stadt entspricht. In Neutronensternen ist die Materie in einem hochkomprimierten Zustand, wie er sich auf der Erde nicht herstellen lässt.
ein Löffelchen Neutronenmaterie würde so viel wiegen wie ein großer Berg auf der Erde. In unserem Graduiertenkolleg versuchen wir, die Eigenschaften von Neutronensternen und anderen kompakten und bisher noch hypothetischen Objekten zu verstehen. Dazu gehören auch Wurmlöcher. Ganz besonders faszinierend sind aber auch die schwarzen Löcher. Hier führt der Kollaps der Sternmaterie auf ein Abschnüren eines Teils von Raum und Zeit vom übrigen Universum. Die Grenze unserer Raumzeit, jenseits derer wir keine Informationen mehr erhalten können, heißt der Horizont des schwarzen Lochs. Für ein schwarzes Loch mit der Masse unserer Sonne hätte der Horizont nur einen Radius von 3 Kilometern. Wir glauben heute aber, dass es auch sehr viel schwerere schwarze Löcher gibt, sogenannte supermassive schwarze Löcher. Diese befinden sich in den Zentren der großen Galaxien. Im Zentrum der Milchstraße sitzt ein solches schwarzes Loch, das etwa 4 Millionen Mal so schwer wie unsere Sonne ist. Wie solche riesigen schwarzen Löcher schon relativ früh im Universum entstanden sind, ist bislang noch nicht verstanden. Ein klassisches schwarzes Loch, wie es die allgemeine Relativitätstheorie vorhersagt, scheint sehr einfach zu sein, denn seine Eigenschaften können eindeutig durch nur 2 Zahlen beschrieben werden, durch seine Masse und seinen Rotationsparameter. Das ist erstaunlich. Man sagt daher, ein schwarzes Loch hat keine Haare. Das gilt nicht mehr, wenn man verallgemeinerte Gravitationstheorien betrachtet, wie sie von der Stringtheorie vorhergesagt werden. Im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie hat ein schwarzes Loch in seinem Inneren eine Singularität und nichts kann von innen nach außen drängen. Keinerlei Information und keine Teilchen. Die Berücksichtigung der Quantentheorie stellt diese Eigenschaften in Frage. Für ein tieferes Verständnis benötigen wir hier aber erst eine Theorie der Quantengravitation. In meiner Arbeitsgruppe untersuchen wir, welche Eigenschaften von schwarzen Löchern immer gelten und welche Eigenschaften von der verwendeten Theorie abhängen. Besonders interessiert uns, ob wir beobachtbare Effekte entdecken können, die mit astronomischen Beobachtungen verglichen werden können und damit Rückschlüsse auf die verallgemeinerten Gravitationstheorien zulassen. Allgemeine Relativität ist eine absolut fantastische Theorie mit all ihren Effekten und Vorhersagen wie schwarzen Löchern, Wurmlöchern, dem Urknall oder auch Zeitreisen. Wie jede physikalische Theorie muss aber auch bei der allgemeinen Relativitätstheorie deren Grundlagen mit allerhöchster Präzision getestet und auch deren Vorhersagen mit größter Präzision nachgemessen werden. Da die Gravitation eine sehr schwache Wechselwirkung ist, muss man entweder im Labor höchstgenaue Messungen durchführen oder in den Weltraum gehen und dort beobachten, wie sich Sterne und Galaxien mit ihren großen Massen unter dem Einfluss der Gravitation verhalten. Es hat sich in den letzten 100 Jahren gezeigt, dass die allgemeine Relativitätstheorie bisher alle gravitativen Phänomene mit höchster Präzision korrekt beschreibt. Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie ist das Äquivalenzprinzip. Dieses besagt, dass alle Körper, zum Beispiel Kugeln, im Gravitationsfeld gleich fallen, unabhängig davon, aus welchem Material diese bestehen. Voraussetzung dabei ist natürlich, dass es keine Störkräfte wie zum Beispiel die Luftreibung gibt. Wir am CERN sind an 2 sehr spannenden Projekten zum Test des Äquivalenzprinzips beteiligt. Zum einen sind wir Partner in dem französischen Satellitenprojekt Microscope, welches im kommenden Jahr 2016 starten soll, mit dem das Äquivalenzprinzip mit einer Genauigkeit von besser als 10 hoch minus 15 überprüft werden soll. Das zweite spannende Projekt ist der Test des Äquivalenzprinzips mit Atominterferometrie. Damit testen wir, ob dieses Prinzip auch auf der Ebene der Quantenmechanik gilt. Diese Tests werden wir in unserem Fallturm durchführen. Dies betraf bisher die Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie. Die Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie werden meist durch astronomische Beobachtungen geliefert. Ein Schwerpunkt dieser astronomischen Beobachtungen betrifft wiederum schwarze Löcher.
Im Rahmen unseres Graduiertenkollegs berechnen wir zum Beispiel die Bahnen von Sternen und Pulsaren um schwarze Löcher, um noch mehr über diese fantastischen Objekte zu erfahren. Und auch wieder, um die allgemeine Relativitätstheorie zu testen, da im Rahmen dieser Theorie die schwarzen Löcher ganz bestimmte Eigenschaften haben müssen, die sich gerade im Lauf der Sterne und Pulsare um solche schwarzen Löcher zeigen. Wir berechnen zusätzlich auch noch die Schattenwürfe schwarzer Löcher. Die Form des Schattens sagt etwas über die Art der schwarzen Löcher aus und ob diese schwarzen Löcher auch wieder den Regeln der allgemeinen Relativitätstheorie genügen oder nicht. All diese Rechnungen sind Vorbereitungen auf zukünftige Messungen mit zum Beispiel dem Square-Kilometer-Array, welches aus einer großen Anzahl von Radioteleskopen in Südafrika und Australien besteht, oder dem Event Horizon Teleskop, bei dem große Teleskope weltweit gemeinsam Sternenbahnen, Aggressionsscheiben und schwarze Löcher oder den Schattenwurf schwarzer Löcher beobachten und ausmessen. Auch wenn sich durch diese Tests und Beobachtungen immer wieder die allgemeine Relativitätstheorie bestätigen sollte, so ist diese Theorie mit ihren Vorhersagen und Phänomenen trotzdem die spannendste Theorie, die je formuliert wurde. Sie ist aber nicht nur die spannendste Theorie, sie ist mittlerweile auch eine Theorie geworden, die essentiell bei praktischen Anwendungen wie dem GPS, der Zeitdefinition oder der Geodäsie geworden ist. Ohne die allgemeine Relativitätstheorie würden das GPS, die internationale Atomzeit und viele andere praktische Anwendungen gar nicht mehr funktionieren. Vielleicht denken Sie beim Autofahren einmal daran. In meiner Arbeitsgruppe beschäftigen wir uns mit zwei diametral unterschiedlichen Aspekten der Gravitation, nämlich der Frage, wie die Gravitation auf sehr kleinen und wie die Gravitation auf sehr großen Distanzen wirkt. Bei den kleinen Distanzen handelt es sich um molekulare und atomare Ebenen und es entsteht die Frage, wie die Gravitation an quantenmechanische Systeme koppelt, also Systeme, die durch die gewöhnliche Mechanik nicht mehr beschrieben werden können. Die Gravitation hat die spezielle Eigenschaft, die sie von allen anderen Wechselwirkungen auszeichnet, die wir kennen, nämlich, dass sie auch eine Theorie der Geometrie von Raum und Zeit ist. Das ist der Tatsache geschuldet oder verdankt, dass die Gravitation dem Äquivalenzprinzip genügt. Daraufhin hat bereits Heinrich Hertz Ende des 19. Jahrhunderts hingewiesen und hat diese Tatsache als erklärungsbedürftig für die Theoretiker hingestellt. Und tatsächlich ist es bis heute so, dass diese Tatsache zum Prinzip erhoben wurde von Einstein, dem sogenannten Äquivalenzprinzip, was eben gerade besagt, dass alle Körper im Gravitationsfeld gleich schnell fallen. Diese Tatsache ist auf makroskopischer Ebene und astrophysikalischer Ebene hervorragend bestätigt, zum Beispiel an der Bewegung des Mondes, den man mit Lasern bis auf Zentimeter genau bestimmen kann. Die Bahn des Mondes ist bis auf Zentimeter genau bekannt. Auf Skalen unterhalb oder auf Molekularniveau ist dieses Prinzip aber nicht gut bestätigt. Und es könnte sein, dass die Gravitation in diesen Bereichen dem Äquivalenzprinzip nicht mehr genügt, was dann einhergehen würde mit gewissen Symmetriebrechungen. Alle Wechselwirkungen bauen auf Symmetrieprinzipien auf, so auch die Gravitation, die insbesondere die Symmetrien der Raumzeit erbt. Wenn also eine Symmetriebrechung vorhanden wäre, dann gäbe das einen interessanten Fingerzeig auf die Struktur der Theorie der Quantengravitation, die wir bisher nicht besitzen. Auf der anderen Seite beschäftigen wir uns mit der Wirkung der Gravitation auf sehr großen Skalen, nämlich denen der Kosmologie. Da geht es um Distanzen von Milliarden von Lichtjahren und wir fragen uns, wie die Gravitation über diese großen Distanzen wirkt. Und da wird gemeinhin angenommen, dass auf den größten uns zugänglichen Skalen, also im Bereich von Milliarden von Lichtjahren, die Gravitation bestimmt ist durch die Materie, die annähernd homogen verteilt ist. Das ist die Grundannahme des kosmologischen Prinzips. Eine homogene und isotrope, also in alle Richtungen gleich aussehende Verteilung der Materie. Diese Annahme ist eine Hypothese, eine Anfangshypothese. Und uns interessiert die Frage, inwieweit man streng mathematisch mit exakten Lösungen der Einstein-Feldgleichung diese Annahme rechtfertigen kann. Also ob es erlaubt ist, eine streng homogene und isotrope Lösung der Einsteinschen Feldgleichung als Approximation der wirklichen Materieverteilung in unserem Kosmos anzunehmen.
Und dazu untersuchen wir, inwieweit man strenge Lösungen finden kann, die eine leicht inhomogene Materieverteilung modelliert. Und das machen wir, indem wir diese inhomogene Materieverteilung modellieren mit schwarzen Löchern. Das soll aber nicht so verstanden werden, dass wir tatsächlich annehmen, dass die Welt nur aus schwarzen Löchern besteht, sondern wir nehmen es deshalb an, weil es hinsichtlich der gravitativen Wechselwirkung egal ist, ob das Gravitationsfeld von schwarzen Löchern kommt oder von einer realistischeren Materieform. Wichtig ist lediglich ihre gravitative Wirkung. Der Punkt ist aber, dass die Annahme von schwarzen Löchern als Materie mathematisch sehr viel einfacher zu handhaben ist als komplizierte Materiesorten, über die man dann sehr viel wissen muss. Und somit können wir aus einfachen Gleichungen, wo nur schwarze Löcher und sonst keine weiteren Materiebestandteile vorkommen, exakte Lösungen der Einstein-Gleichung konstruieren, von der wir entscheiden können, ob sie approximativ das Standardmodell der Kosmologie reproduziert oder nicht. Und das ist unsere Aufgabe für die nächsten Jahre. Anfang des 20. Jahrhunderts konnte Albert Einstein durch die Veröffentlichung der allgemeinen Relativitätstheorie einen weiteren entscheidenden Beitrag zur Erklärung der Gravitation leisten. Dank Max Planck, der die Tragweite der neuen Theorie erkannte, wurde Einstein innerhalb kürzester Zeit weltberühmt und konnte ab 1913 als bezahltes Genie in Berlin frei von anderen Aufgaben seiner weiteren Forschung nachgehen. In Zusammenarbeit mit Marcel Grossmann gelang ihm so 1915 die Formulierung der allgemeinen Relativitätstheorie. Diese führt Raum und Zeit zur vierdimensionalen Raumzeit zusammen und erklärt Gravitation als eine Krümmung dieser Raumzeit. Durch die Beobachtungen der Periheldrehung der Merkurbahn und der Ablenkung von Lichtstrahlen durch die Sonne, die beide nur mit Hilfe der allgemeinen Relativitätstheorie richtig berechnet werden können, wurde diese schon wenige Jahre nach ihrer Veröffentlichung durch Experimente bewiesen. Sie gilt noch heute als eine der bestbewiesenen physikalischen Theorien. Wir fahren nach Hannover und treffen die Professoren Margot Zagermann und Olaf Lechtenfeld, die im Graduiertenkolleg in den Bereichen Kosmologie und Stringtheorie forschen. Zusammen mit den Postdocs und Doktoranden bearbeiten sie damit eine der jüngsten Theorien der Gravitation. Die Stringtheorie ist eine Theorie der Quantengravitation, also eine Theorie, die die allgemeine Relativitätstheorie im Mikrokosmos, also auf sehr kleinen Längenskalen, ersetzen soll. Alle Vorschläge, die allgemeine Relativitätstheorie zu verallgemeinern, sind spekulativ. Die Stringtheorie jedoch macht konkrete Vorschläge, gibt Hinweise auf die Entropie schwarzer Löcher, auf eine Modifikation des Newtonschen Gravitationspotentials und sie sagt weitere Raumdimensionen voraus, die allerdings extrem klein oder nur gravitativ bemerkbar sind. In unserer Arbeitsgruppe betrachten wir das genaue Gegenteil und fragen uns, was sind eigentlich die Auswirkungen der Stringtheorie auf den allergrößten Längenskalen in unserem Universum, also im Bereich der Kosmologie? Diese Fragestellung klingt doch ziemlich absurd. Wieso soll eine Theorie, die bei kleinsten Längenskalen von der allgemeinen Relativitätstheorie abweicht, ausgerechnet bei extrem großen Längenskalen, wo die ART doch hervorragend funktioniert, eine Rolle spielen? Ein ganz zentraler Grund hierfür ist, dass das Universum sich ausdehnt, also in der kosmischen Vergangenheit sehr viel kleiner und auch heißer war als heute. Insbesondere in der Zeit kurz nach dem Urknall herrschten daher im Universum solche extremen Bedingungen vor, dass mikroskopische Theorien wie die Stringtheorie nötig sein können, um die Physik in so einer frühen Epoche überhaupt vernünftig beschreiben zu können. Unter anderem ist es deshalb wichtig, a. moderne Gravitationstheorien in die Stringtheorie einzubauen und b. zu klären, wie Raumzeit und Gravitation in einem String-Universum überhaupt erst entstehen. Dazu verfolgt meine Arbeitsgruppe unterschiedliche Ansätze. Wir untersuchen beispielsweise, welche Art von Universum die Stringtheorie überhaupt erst zulässt. Denn es ist so, dass die Quantisierung von Strings mathematisch konsistent ist nur unter sehr starken Einschränkungen an die Geometrie der Raumzeit. Insbesondere braucht die Stringtheorie 10 Raumzeitdimensionen, was wiederum heißt, dass 6 dieser Dimensionen vor unserem Zugriff bisher verborgen geblieben sein müssen.
Interessant ist aber, dass die Form dieser sechs Dimensionen, ihre Größe, ihre Topologie, ihre Krümmung, direkt die vierdimensionale Physik, die wir beobachten, beeinflusst. Und meine Arbeitsgruppe klassifiziert insbesondere bestimmte Typen solcher Stringuniversen. Wir untersuchen in unserer Arbeitsgruppe, wie sich diese zusätzlichen Raumdimensionen auf die Kosmologie auswirken. Zum Beispiel dehnt sich das Universum zurzeit beschleunigt aus, was man auf eine sogenannte dunkle Energie im Universum oder eine positive kosmologische Konstante zurückführt. Wenn man jetzt versucht, eine solche beschleunigte Ausdehnung in der Stringtheorie zu modellieren, dann stellt man fest, dass das zu überraschend starken Einschränkungen an die Geometrien der Extradimensionen führt, was natürlich für die Stringtheorie wiederum auch sehr interessant ist. Und eine solche Verknüpfung zwischen astronomischen Beobachtungsdaten und mathematischer Physik ist natürlich auch eine sehr schöne Illustration des Grundgedankens unseres graduierten Kollegs Models of Gravity. Des Weiteren gibt die Stringtheorie Hinweise darauf, dass bei der Planck-Skala, also bei ganz kleinen Abständen, die scheinbar glatte Raumzeit in Wirklichkeit gekörnt ist. In unserer Arbeitsgruppe studieren wir die Auswirkungen solcher Deformationen auf Feldtheorien, die gut analytisch kontrollierbar sind. Und zum Dritten erlaubt die Stringtheorie scheinbar sogenannte nicht-geometrische Raumzeiten. Allerdings ist nicht ganz klar, ob es die wirklich geben kann oder ob sie nicht zusammenhängen durch eine Dualitätstransformation mit normalen geometrischen. Und wir untersuchen Beispiele, versuchen solche zu finden, denn die Existenz solcher nicht-geometrischer Raumzeiten würde das Portfolio möglicher Stringuniversen erheblich erweitern und würde uns verstehen helfen, wie die bekannte vierdimensionale Raumzeit im Rahmen der Stringtheorie entstehen kann. Im Rahmen des Graduiertenkollegs beschäftigt sich meine Arbeitsgruppe mit den Auswirkungen relativistischer Effekte auf kosmologische Beobachtungen. Die Kosmologie ist die Lehre von der Entwicklung des Universums. Die Suche nach den Ursprüngen ist auch die Triebkraft gewesen, Mythen und Religionen zu entwickeln. Es gab viele Versuche, eine physikalische Kosmologie zu formulieren. Das wurde aber erst durch die allgemeine Relativitätstheorie wirklich möglich. Davor nahm man an, dass der Raum unendlich ausgedehnt ist und unendlich viele Sterne hat, die homogen verteilt sind im ganzen Kosmos. Daraus ergibt sich aber, dass es unklar ist, warum der Nachthimmel schwarz ist, da man eigentlich erwartet, in jede Richtung einen Stern zu sehen. Der Fortschritt der modernen Kosmologie in den letzten 100 Jahren ist enorm. Wir haben zum Beispiel die Expansion des Universums entdeckt. Diese Expansion erklärt auch den dunklen Nachthimmel. Wir haben einen kosmischen Mikrowellenhintergrund entdeckt. Wir haben entdeckt, dass Atome nur 4-5% des Universums ausmachen und der Rest ist dunkle Materie und dunkle Energie, zwei Formen von Materie und Energie, die wir noch nicht verstehen. Wir haben entdeckt, dass kosmische Strukturen, darunter verstehen wir die Anordnung von Galaxien im Universum, ursprünglich aus Quantenfluktuationen im allerersten Moment des Universums entstanden sind. Hier in Bielefeld beschäftigen wir uns einerseits mit der Ausbreitung von Licht im Universum. Das ist wichtig, um Beobachtungsdaten richtig zu interpretieren. Ein zweiter Schwerpunkt unserer Forschung ist die Untersuchung von großen Katalogen von Galaxien und Radiogalaxien, wobei wir Vorhersagen machen, wie sich die Strukturen dieser Galaxien entwickeln, sowohl in der allgemeinen Relativitätstheorie als auch in modifizierten Modellen. Diese kleinen Fragen, die wir konkret jetzt im Graduiertenkolleg bearbeiten, helfen uns, die großen Fragen zu beantworten. Wir wollen verstehen, was dunkle Energie ist und wir wollen verstehen, was dunkle Materie ist. Und die letzte Frage, die sich stellt, ist und die auch einer der Schwerpunkte dieses Graduiertenkollegs ist, muss man die allgemeine Relativitätstheorie modifizieren und wenn ja, wie? Mit der allgemeinen Relativitätstheorie assoziieren wir also vor allem spektakuläre Effekte, wie die Ablenkung von Licht an Sternen, schwarze Löcher,
Wurmlöcher, Gravitationswellen und sogar Zeitreisen. Und natürlich auch die Frage nach dem Anfang des Universums und dem Urknall. Aber die allgemeine Relativitätstheorie hat nicht nur eine Fülle neuer Erkenntnisse möglich gemacht, sondern auch die Entwicklung neuer Technologien und Anwendungen. Angefangen bei der höchstgenauen Definition der physikalischen Grundgrößen, wie zum Beispiel der Sekunde und des Meters, über die hochgenaue Vermessung der Erde und ihres Gravitationsfeldes, bis zur Satellitennavigation mittels GPS oder Galileo. Diese Technologien sind schon nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Und es werden ständig neue Anwendungsmöglichkeiten entwickelt. Insgesamt ist die allgemeine Relativitätstheorie eine der wichtigsten Theorien aller Zeiten. Aber noch lange nicht das Ende der theoretischen und praktischen Physik. Durch das Graduiertenkolleg hatte ich die Möglichkeit, 2 Monate in Kopenhagen zu verbringen und dort mit den Leuten am Niels Bohr-Institut zu arbeiten. Sogar schon während meines Masterstudiums hatte ich durch die Graduiertenschule Chance, an interessanten Vorträgen und Tagungen teilzunehmen. Als Frauenbeauftragte des Graduiertenkollegs bin ich einerseits die Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen und andererseits habe ich die Möglichkeit, Aktivitäten zur Frauenförderung zu organisieren. The ATG organizes a lot of conferences and workshops and also invites researchers from abroad. And we also travel to another institutions to see how the research is done there. This group provides a lot of opportunities to travel to different workshops, seminars and conferences and develop our research careers. Was dieses Werkzeug in der Hand der Menschen erzeugt, hängt völlig ab von der Natur der Ziele, welche in dieser Menschheit lebendig.